So, auf geht's mit der L10, einer Dressurprüfung der Klasse L mit einem Stern auf 60 Meter zu reiten. Es beginnt im Arbeitstrab bis I, also über X hinaus, gerade in das ruhige Halt, Grußaufstellung und dann wieder im versammelten Tempo antraben, rechte Hand abwenden und gleich die Vorbereitung auf die Diagonale zum Mitteltrab, die über die ganze lange Diagonale ausgehalten und durchgehalten werden muss. Wichtig ist also das Gleichmaß der Bewegung, ein Engagement aus der Hinterhand und die Herausforderung ist wirklich zwischen X und K diesen Schub durchzuhalten. Zurück zur Versammlung und Aufbau der Schlangenlinie entlang der Mittellinie mit drei Bogen. Das heißt, immer nach 20 Meter wird die Mittellinie durchkreuzt und am höchster Stelle ist die Viertellinie zu berühren. Das war eine sehr gleichmäßige Einteilung. Das Pferd muss zu beiden Seiten sich stellen und biegen lassen. Direkt im Anschluss noch einmal wieder der Schub aus der Hinterhand zum mittleren Tempo. Nicht übereilen die Trabverstärkung. Das macht die Reiterin hier sehr gleichmäßig und dann dieses Trittmaß in der Verlängerung durchhalten. Zurück in Richtung der Versammlung arbeiten, vorbereiten, gleichmäßige, ruhige Anlehnung erhalten. Bei V jetzt die 8 Meter Volte, Gleichmaß, runde Bewegung, Genick oben halten, dann schönes Abwenden rechts um, links um. Hier sehen wir das Pferd im Seitenbild, das Genick ist höchster Punkt. Die Reiterin hat das Pferd vor den Hilfen und die Volte zur anderen Hand. Erneut mit 8 Metern eine ruhige, gleichmäßige, runde Volte anlegen. Die Hinterhand soll immer in die Spur der Vorhand vorführen und einspuren. Jetzt kommt es gleich zu den wichtigen Lektionen. Im Schritt einmal das Kurzkehrt, zuvor aber erstmal das Gangmaß im Schritt erhalten. Und hier kann der Reiter jetzt zwischen H und S aussuchen, wann der ideale Zeitpunkt ist, die Kurzkehrtwendung auszuführen. Gestellt, gebogen, in gleichmäßigem Schritttakt, hier mit viel Fürsorge, einmal unsicher in der zweiten Hälfte, danach aber sofort wieder im Gleichgewicht. Wichtig auch hier, nach der Kurzkehrtwendung haben wir dann den Mittelschritt zu bewerten. Das Pferd schreitet im klaren Viertakt mit Fleiß und auch sicherem Überfußen. Erneut die Vorbereitung zum Kurzkehrt rechts, wieder zwischen zwei Bahnpunkten, zwischen M und R, an der für den Reiter geeigneten Stelle mit der Vorbereitung. Stellung, Biegung, hier kommt das Pferd noch mit einem recht großen Bogen, bleibt aber im Takt. Auf Dauer darf sich das weiter zentrieren und die Anlehnung noch gleichmäßiger werden. Das Angaloppieren sehr gefühlvoll eingeleitet, korrekt am Bahnpunkt M. Und jetzt kommt ab dem Bahnpunkt S der Mittelgalopp mit dem halben Zirkel ab B. Der Sprung bleibt erhalten, Gleichmaß in der Bewegung und Bodengewinn. Zurückgeführt, aufgepasst in die Versammlung, abgewendet und genau über die Mittellinie den einfachen Galoppwechsel geritten mit klaren Schritten. Rechte Hand. Erneut wieder das Engagement der Hinterhand immer mit in den Bewegungsfluss aufnehmen. Durchsprung, gerade Richtung, ruhiges Genick. Jetzt erfolgt bei B die Kehrtvolte 8 Meter. Gestellt, gebogen und schon genügend gesetzt, hier ausgeführt. Die Kehrtvolte dann zum Außengalopp. Durch beide Wendungen, das ist durchaus auch hier eine Klippe in dieser Prüfung, das Pferd muss den Balanceimpuls erhalten und getragen durch beide Wendungen galoppieren, vorbereiten bis S, der einfache Wechsel. Parade in den Schritt, 3 bis 5 klare Schritte und dann das neue Angaloppieren. Erneut eine Kehrtvolte in der Vorbereitung bei V, auch wieder auf die Größe achten, 8 Meter, zurück zum Außengalopp, Tragkraft in der Bewegung erhalten und nun den Galoppwechsel bei C vorbereiten. Auch hier gehorsam ausgeführt. Jetzt kommt noch einmal die Galoppverstärkung. Auch hier darauf achten bis zum Bahnpunkt P.
dann wieder der Übergang zurück. Da wollen wir sehen, nimmt das Pferd auch noch einmal Last auf der geraden Linie, in der Galoppade zur Mittellinie und am Bahnpunkt L ist die Grußaufstellung zum Halt durchzuführen. Ja, Lilly, herzlichen Dank für deine Aufgabe, die du uns hier gezeigt hast mit deinem charmanten Pferd. Das war eine deshalb schwierige Aufgabe, weil es eine Ein-Sterne-L-Niveau-Prüfung ist, aber dann schon auf einem großen Viereck. Das heißt, die ist voll gepackt, die dauert auch von der Minutenanzahl sehr lange und wir haben ganz viele verschiedene Lektionen zu sehen. Da sind beide Kurzkehrt drin, da sind verschiedene einfache Galoppwechsel drin, wir haben Volten eingearbeitet, Schlangenlinien entlang der Mittellinie. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass du mit deinem Pferd während der gesamten Aufgabe eine gute Übersicht behalten hast. Ja, das ist so, dass man wirklich immer erkennen konnte, dass du das richtige Tempo auslösen willst, dass du die Hufschlagfiguren schon klar erkennst und durch deine reiterliche Einwirkung deinem Pferd immer wieder diesen Impuls gibst, das Genick in die Aufwärtstendenz zu nehmen im Trab und Galopp und im Schritt dehnungsbereit ist. Das war gut. Was wünsche ich dir noch mehr, dass dein Kurzkehrt rechts auf Dauer weiter zentriert ist? Du hast das geschickt gemacht, als dass du den Impuls erhalten hast, dass es weiter mittritt. Aber das darf auf Dauer ein ganz kleines bisschen kleiner sein. Und für die weitere Entwicklung darf das Pferd tatsächlich auf Dauer noch etwas mehr Last hinten aufnehmen und sich dadurch dann in einer noch stabileren Selbsthaltung präsentieren. Aber für dieses Ein-Sterne-L-Niveau war das wirklich auf sehr hohem Niveau. Vielen Dank. Ich bin Lilly. Ich habe die bezaubernde Jeannie de Cologne mitgebracht. Sie ist eine 12-jährige braune Stute und wir sind soweit auf L-Niveau unterwegs. Besonders war natürlich, dass die auf 20-60 war. Das haben wir vorher noch nicht gemacht. Das war jetzt mein erstes Mal. Und da besonders an der Aufgabe sind natürlich die vielen Lektionen, die hintereinander kommen und die neuen Buchstaben, die natürlich auch mit dem 20-60-Viereck dazukommen. Und ich würde sagen, an der Aufgabe, da geht es viel um Vorbereitung und so, dass man auch das Viereck kennt, dass man weiß, wo die Buchstaben sind, weil die sehr wichtig sind in der Aufgabe für die einzelne Lektion. Ja, ich müsste mich wahrscheinlich vorher noch mal besser vorbereiten. Also ich bin aus dem Schritt direkt angetrabt, hier vorne in der Ecke. Hätte vielleicht eben noch eine Zirkelrunde machen können, dass sie einmal noch mal nachgibt und etwas durchlässiger ist. Und dann wäre das Ganze vielleicht noch etwas geschlossener gewesen.